Magaroda, Digiradumis, Irotum, Morose Marito, Grimine de Odukis, Radamar, Yakuto Avera, Miragamuleze, Ragalod, Igaraku, Zaros Migara, Magukis, Irga Lokas, Mikarada, Ramodokamo, Yugado de Guza, Irgusu Aru. Ja, Leute, und damit herzlich willkommen zum heutigen Endboss, zum Shagaru Magala. Der war früher wirklich mal ein Endboss. Keine so dullige Anspielung, die ich gerade mache. Ja, warum laufe ich gerade mit einem Langschwert rum, statt mal mit Gewehrlanz oder Knarre? Ganz einfach, ich habe noch in Erinnerung, wie schrecklich der Shagaru ist. Ja, der Shagaru teilt auch. Ich habe das Gefühl, Gewehrlanz oder Knarre überlebe ich gegen den schlicht und ergreifend nicht. Nein, wahrscheinlich nicht. Genau, und deswegen habe ich nämlich dann diesmal für heute Langschwert genommen. Damit ihr da Bescheid wisst, warum ich heute mal Langschwert nehme. Ich glaube, für die letzten Viecher, die kommen, werde ich jetzt auch generell auf Langschwert wechseln. Jetzt nicht wegen Meta, sondern weil ich es sonst einfach nicht überleben kann. Bevor ich mir keine bessere Rüstung mache. Also, dass ihr da Bescheid wisst. Im Übrigen, falls ich es noch nicht erwähnt habe, hier die Fotos für heute. Ich muss mal eben hier oben schnell über die Mauer laufen. Ja, er holt gerade da oben die Marionettenspinne, falls ihr euch fragt, was der macht. Da flog der Kai. Ich bin auf 90% Explosion in der Laternenraupe gelandet ist. Da, das war ich. So, ich habe mir nämlich vorher einen Goldzeitkäfer geholt und damit gehe ich jetzt auf die Base drauf. Wir sehen uns auf die Base, Leute. Verlass mal das Gebiet, dann kannst du daher springen. Ich habe meinen Speer da unten in der Ecke sitzen. Ich auch. Ich habe ihn aber genutzt, als die beiden beieinander saßen. Ich dachte, ich komme da schnell genug hin. Ich liefere dir gerade wunderschönes Bildmaterial. Danke. Ich hätte jetzt beinahe wieder vergessen. Also Basic steht mir im Weg. So, hoffentlich kriege ich noch schnell genug hin. Ja, der Goldzeitkäfer zählt noch. Ich bin beim Basen noch nicht ganz sicher, welches von den beiden A-Techniken besser ist. Dass er sich hinschmeißt oder dass er auf ihn zu sprintet. Naja, was man als Sprint bezeichnen kann. Ich glaube, bei dem anderen da, da lässt er mehr fallen. An diesen komischen Dingern. Und Hilfe, man kann sich ja immer noch selber damit hochjagen. In meiner Raserei schon mit. Stimmt ja, der hat ja auch Raserei. Wieso habe ich das jetzt verdrängt? Du bist ja der König der Raserei. Oh, guck mal, da will noch einer mitmischen. Oh, hi, Espina. Ich habe hier den, um mehr Schaden schon machen zu können, genommen, ne? Also, falls du den Espinas haben willst, hier ist noch der Rote. Mach du wohl. Ich komme nicht an den Rand jetzt. Willst auch ein gutes Brot haben. Ich wäre nicht dran gekommen, der Espinas stand direkt drauf. So kann ich den nicht antippen. Weil dann könnte ich direkt auf den Chagaru schützen. Ja, ich habe ihm Lähmung gemacht. Lähmung und Gift. Espinas Feuer ist so dämlich. Aber es ist hier gerade so taktisch.
ihn alles antun. Das macht den Kampf ja auch erheblich einfacher. Bin ich über den Kopf vom Shagaru gesprungen mit dem Himmel hoch. Für die, die es nicht wissen, der Shagaru Magala ist ein Drachenältester. Heißt, der wird nicht gefangen. Ja. Ich sag, ich den konnte nicht. Und ich hatte nicht hat er nicht im Target gehabt, dass der Vater bei mir nicht funktioniert. Nein, ich wollte gerade ein Foto machen. Ah, pass auf, der hat einen Laser. Ja, genau davon wollte ich ja den Foto machen. Der Laser ist neu für den, das habe ich dir mal. Das habe ich dir verschwiegen. Ich wollte deine Reaktion darauf. Nee, bei Meister hatte ich, meine ich, damals auch. Also bei G-Rang. Ja, ich hatte Generations nicht mehr zu dem Zeitpunkt gehabt. Da hat man mir ja mein Gerät. Hat die dein Gerät geklaut? Wusste ich gar nicht. Ja, man hat ihn. Also ich habe ihn verloren und man hat ihn nie gefunden. Lass mal aufhören, auf mich drauf zu prügeln. So kann ich kein Foto machen. Mögen das nicht, wenn dass ich den Enrage von denen fotografiere. Die stehen immer mit dem Hintern zu mir, wenn die den Enrage stehen. Ich hatte dasselbe Problem gerade. Ich wollte gerade noch den Konter machen. War eine Millisekunde zu spät. Ja genau, geh auf ihn, geh bloß nicht auf mich. Da kann ich nämlich gute Fotos schießen. So richtig, jetzt dass du das gesagt hast, jetzt geht auf mich hinaus. Ich will doch nur ein gutes Foto von dir. Du bist mein Model. Fühl dich doch geehrt, Shagaru. Naja, das Foto, was ich haben will. Stand dann mit dem Rücken zu mir beim Laser. Ich stand im Laser. Bin nur rausgekommen, weil ich den Konter gesetzt habe. Du kannst auch währenddessen ein Foto machen. So schnell bin ich nicht. Dafür bin ich zu langsam. Bin alt. Ja, ich weiß, ich bin auch weiß. Das rennt irgendwie. Zumal ich gerade nicht den Laser bekommen wollte, weil meine Raserei. Leicht ist sowieso fast Fälle. Oh Scheiße! Gut, dass du mich dran erinnerst. Ich wollte gerade noch retten. Ich wollte gerade eine Nullbeere reinwerfen. Du musst kurzzeitig alleine kämpfen. Ich warte lieber ab, dass die Raserei weg ist. Du verstehst schon, oder? Ja, ist gut. Warum habe ich Feuerungsbomben dabei? Was hast du kaputt gemacht? Eins von den Hörnern, glaube ich. Ja, eins von den Hörnern. Nein, genau jetzt habe ich einen Kackwinkel. Ja, bei mir hat das Ding gehauen. Schon zwei verschossen. Ich habe auch zwei. Ja, ich warte jetzt noch entweder auf den Laser oder auf das andere, was man auch in der Vorsequenz gesehen hat. Davon hätte ich auch richtig gerne ein Foto. Dieses Ausweichen beim Seitenbinderwechsel, ne? Das ist auch mega cool. Immer habe ich einen scheiß Winkel, wenn er den Laser macht. Ich war zu langsam fürs Laserfoto. Hier, reg dich ab, du blödes Vieh. Reg dich ab. Ah, shit. Ich hatte die noch aus der Quest dabei. Komm mal runter, fühl dich ein bisschen ab. Fängt's auch schon so an. Und wenn ich machen kann, dann fange ich auch richtig an. Ich hatte noch eine Giftkarte, weil ich habe nur eben gesetzt. Aua. Ja, der ist sehr anfällig für Gift. Ich stand direkt unter ihm, ich habe keinen guten Winkel gehabt. Ja genau, ich habe genau in dem Moment, glaube ich, ein Foto gemacht, wo er dich gelasert hat. Ich stand in dem Laser, aber auch
ich hab's überstanden, ohne Schaden zu nehmen, weil ich hinten den Konter gemacht habe für den Laser. Kannst du diesen Laser einfach wegkontern? Du kannst den Laser unkontern. Ja, du kannst kontern. Eigentlich alles kontern mit diesem Ding. Ach, halt diese Kröte. Ja. Nehme ich immer mit. Und ich hatte den Schlammkäfer direkt draufgeworfen. Genau das meine ich. Davon hätte ich gern ein Foto gehabt. Aber jetzt hast du schon alle verballert. Laser ist auch gut. Schnell null wäre. Der war nicht blind, ne? Nee, der. Der hat auch. Dein Unicorn spielen. Erst im Alter werden sie weise genug, endlich mal die Augen aufzumachen. Nee, jetzt ist hier nochmal was kaputt gegangen. Ich habe noch nicht gesehen, was. Was jetzt denn das zweite Horn? Der Rücken. Wie haben wir den denn kaputt gemacht? Himmelhohe Hiebe. Ich habe immer noch die scheiß Pest an mir. Ich konnte sie bisher nicht rausbringen, weil der rausgegangen ist. Was machst du denn da Cooles? Nee, lass mich mal draufhauen. Ich will meine Pest loswerden, danke. Niemals! Im Ernst jetzt? Ich dachte, ich hätte ja vor... Ja, hoch genug geflogen. Aber nein, offensichtlich nicht. Hast du mittlerweile dein Siegerfoto schon? Aua, der hat mich gegen die Wand geschleudert. Eins habe ich noch frei. Vor allem, das war nicht nur irgendeine Wand, das war so eine Stachelwand, in die er mich geschleudert hat. Das tut doch weh. Ich spiele immer einen Schritt außer Reichweite vom himmelhohen Finalschlag. Irgendwann kommt übrigens der Tag, Leute. Da lässt ein Monster es zu, dass er Enrage fotografieren darf. Das Foto, was ich jetzt gerade gemacht habe, war übrigens nicht für die Competition. Ich wollte einfach das nur für das Album noch haben. Das will ich nämlich verwenden. Also das vierte, was ich gerade gemacht habe, zählt nicht für den Wettbewerb. Ich wollte auch unbedingt ein Foto von Envid für das Album haben. Also fürs Journal. Ich will das nur an dieser Stelle erwähnen, nicht, dass einer falsch denkt. Kannst du oft in den Boden pieksen, wie du willst, du haust trotzdem daneben. Hat es gerade. Und wieder der Laser. Wieder stehe ich im blöden Winkel. Dieses Mal, wenn er den Laser macht, stehe ich in einem beschissenen Winkel. Ja, ich habe mittlerweile schon ein gutes Foto. Ich bin glücklich. Wir müssen den Kopf noch brechen. Geil. Aber er steht jedes Mal kacke. Der weicht meinen. Jetzt ist es kaputt! Der weicht meinen Attacken immer aus. Der steht immer einen Meter dann so weit weg. Um den finalen Hit vom Himmelhohen zu kriegen. Ich muss den Nullbären gerade heilen. Laser! Der einzig wahre Laser! Leben der hat. Oh, nicht mehr wütend. Nein, jetzt ist er nicht mehr wütend. Jetzt ist die Welt wieder hell. Hast du was gesagt? Nein, nein, nicht. Die war für eine Sekunde hell. Das habe ich davon, dass ich wetzen wollte.
hast du von der Gehässigkeit? Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich war ultra nett zu ihm. Ja, zu ihm, aber nicht zu mir. Aua. Ich weiche auch noch in die Richtung aus, wo die Laser sind, ne? Also die Säulen. Ich bin auch zwischen den Säulen hin und her gehüpft und hab versucht, mich nicht treffen zu lassen. Bei mir wirkt es fast so, als würde ich mich treffen lassen wollen. Vom Sinoge brauche ich nichts mehr. Ich habe seinen Juwel 10-mal. Ich habe den so hardcore für diese Waffe gejagt. Der Witz ist, es waren nie die Juwelen, die mir gefehlt haben, sondern die scheiß Kralle von ihm habe ich irgendwie nie bekommen. Die hat mir auch irgendwie gefehlt. Oh, er ist fast tot. Er will nicht mehr. Wir haben ihn gleich. Wir haben fast seinen Willen gebrochen. Unser Wille war stärker. Und seine Knochen. So, greif mal die Lockkröte an. Lass uns mal in der Ruhe. Das praktisch so viel von allem, weil du damit den Beschuss von dir ablenken kannst. Ja. Lockkröte ist mit einem kleinen Genießen. Müsste doch aber bei Monstern selbst doch auch das meistgehasste sein, ne? Weil es wie die Miefen jetzt alles anlockt, was Beine hat. Und sogar Viecher, die keine Beine haben. So gefühlt. Nein, lass das. Ich weiß nicht, warum ich den gerade aufgesammelt habe. Ey, ich bin durch seinen Flügel hindurch. Jetzt fall um! Stirb doch einfach, du Sauhund. So weit wurde ich jetzt. Ey, heute ist keiner gestorben. Doch, einer ist gestorben. Kein Mensch ist gestorben. Boah, hallo, ein Zinogre ist dazu gekommen für den Basil. Ah, Schakarumagala-Cortex. Ja, Leute, das war die dringende Quest, um auf den nächsten Meister ranzukommen. Ich hatte den schlimmer in Erinnerung. Ich hoffe, dass der Chaos-Magala auch noch kommt. Also, soweit ich weiß, soll der momentan noch nicht dabei sein. Nach meinem Kenntnisstand ist er noch nicht drin, aber vielleicht kommt er in einer der Erweiterungen. Also es soll noch ein paar Erweiterungen geben, dass man zu diesem Zeitpunkt, da sollen noch Monster dazukommen. Das heißt, auch wenn wir Sunbreak jetzt fertig machen und eine Weile lang nichts kommt, sobald neue Quests dazukommen mit neuen Monstern, machen wir auch wieder Videos dann dazu. Also es sollen noch ein paar Monster hier sein, die wir jetzt noch machen werden, aber nicht mehr viele. Und damit sage ich dann jetzt schon mal ciao, bis zum nächsten Mal. Weiß ja nicht, ob jetzt noch eine Sequenz kommt, weil das war eine dringende. Tschüssikowski. トラック